Single- oder Triple-Tuner? Ich habe einen Penta-Tuner. Hallo, hier ist Fitos von hifi.de. In dieser Folge von Fitos Fernseher-Facts geht's um Tuner, die es ja wirklich in verschiedensten Varianten gibt. Man kann sie quasi zählen. Single, Twin, Triple, Quattro und ja, ich habe auch schon Penta-Tuner gesehen. Ich sag euch, was ein Tuner ist und worin sich die ganzen Varianten dann unterscheiden. Wir haben für die nächsten Episoden von Fitos Fernseh-Facts schon ein paar Themen gefunden, aber gerne dürft und sollt ihr uns auch mit neuen versorgen. Also schreibt einfach in einem Kommentar, welches Thema wir noch erklären sollen oder welche Fernseher-Fakten euch stutzig machen. Was ist der Unterschied zwischen Triple Tuner und Twin Triple Tuner? Der Tuner ist das Empfangsteil bei Fernsehern oder Radios. Die Sender übertragen ja alle gleichzeitig auf unterschiedlichen Frequenzen. Und der Tuner selektiert bzw. filtert das Signal des gewünschten Senders heraus. Dabei gibt es beim Fernseher die Unterscheidung zwischen dem Empfang via Satellit, Kabel oder Antenne. Das DVB steht dabei für Digital Video Broadcasting, also die digitale Übertragung der Bildsignale. Im Normalfall empfangen Fernseher heute alle drei Techniken, weshalb man von Triple Tuner spricht. Manchmal sind aber auch einfach die ganzen Standards aufgelistet. Mit einem einzigen Tuner kann man nur einen Sender zur selben Zeit empfangen. Will man zwei Sender gleichzeitig empfangen und nutzen, bräuchte man zwei Tuner oder einen Twin Tuner statt eines Single Tuners. Das braucht man, um einen Fernsehsender aufzunehmen, während man einen anderen schaut. Manchmal sieht man dafür bei der Angabe des Tuners auch einfach mal 2. Es kann auch sein, dass von einem Single-Triple-Tuner oder einem Twin-Triple-Tuner gesprochen wird. Die erste Zahl steht für die Anzahl an gleichzeitig empfangbaren Sendern und die zweite Zahl, also Triple, dann für die drei Empfangstechniken. In der Zeit von Mediatheken und Streamingdiensten verlieren Twin-Tuner an Relevanz, weshalb sie in den letzten Jahren seltener werden. Okay, die Unterscheidung zwischen Single und Twin ist geklärt, Triple ist auch klar und sogar die Kombinationen daraus. Aber wofür stehen Quattro und Penta? Also es hat nichts mit den Nachfolgestandards DVB-T2 oder S2 zu tun, die ein TV ja zusätzlich zu den normalen unterstützt. Es gibt einfach einen Hersteller, Panasonic, der gerne noch andere Empfangstechniken zu den drei genannten dazu zählt. Mit dem Empfang über das Heimnetzwerk, also TV über IP, kam es zum Quattro-Tuner und mit Internet-TV, also IPTV, letztendlich zum Penta-Tuner. Allerdings ist das jetzt eher Marketing und nicht zwingend besser als ein Triple-Tuner, da die meisten anderen Hersteller diese beiden Wege, also Heimnetzwerk und IPTV, einfach anbieten und nicht gesondert mitzählen. Ich hoffe, mit diesem Video ist euch jetzt klar, wo die Unterschiede der Tuner liegen und was ihr überhaupt zu Hause braucht. Denn es gibt ja auch noch Szenarien, wo ein Twin-Tuner echt wichtig ist. Falls jetzt noch Fragen offen sind, stellt sie in den Kommentaren. Da freue ich mich auch auf den Austausch bzw. weitere Themenvorschläge für mehr solcher Videos. Und wenn euch dieses Format gefällt und ihr auch die nächsten Folgen direkt mitbekommen wollt, abonniert am besten unseren YouTube-Kanal und macht die Glocke an. Und wenn du nach einem tollen Fernseher mit Twin-Triple-Tuner suchst, dann schau einfach mal in dieses Video rein.